Hallo und willkommen zurück zu Shoninjas Let's Plays und Hearthstone Heroes of Warcraft. Wir sind in Kapitel 3 vom großen Coup unterwegs und müssten jetzt gleich dem Halbfinale oder Finale kommen. Unsere Fähigkeiten sind einmal, wir ziehen zwei zusätzliche Karten und sind immun gegen Kartentod, dass man dann Schaden kriegt. Passive Todesröcheleffekten werden zweimal ausgelöst. Und wir haben ein paar starke Legi-Karten und wir haben Tagavag, der auch zweimal ins Deck gemischt wird. Und ja, dadurch gehe ich theoretisch nicht decktot, wenn er stirbt. Und ich kann immer viel Schaden machen. So, hier haben wir einmal Jaina. Das ist an sich nett. Und gerade wenn ich am Ende bin, habe ich eh keinen Mana mehr, was ich brauche. Dann könnte ich das auch austauschen gegen Elementare und Gegner angreifen und Schaden machen. So, Blizzard haben wir schon mehr als genug. Mechs würde ich jetzt nicht noch anfangen zu spielen. Dann lieber sowas hier. Brennt. Damage-Zauber. Aber ich glaube, Jaina wäre eigentlich ziemlich nice. Und der hier auch noch in Kombination. So, und das ist Halbfinale. Ich habe ein signiertes Gemälde von Flammenborn in meinem Zelt. Wenn ihr ihn besiegt, werden Sammler und Vermögen dafür bezahlen. So, die Hand lasse ich. Mit Glück kann ich den Erzmagier auch gleich spielen. Meine Meisterwerke bekommt ihr nicht. Der einzige Nachteil gerade bei meinem Deck ist, dadurch, dass ich so viele Karten ziehe. Verbrenne ich natürlich auch Karten. Schade. Was hat er denn hier? Verbraucht euer gesamtes Mana, ruft einen zufälligen Diener, der so viel kostet. Okay. So, und schon bin ich voll. So, eine Karte wird nächste Runde verbrannt. Schade, dass ich nicht mehr Zauber gerade auf der Hand hätte. Sonst hätte ich durch seinen Effekt ihm auch schon ordentlich Damage drücken können. So, eine ziemlich gute Karte ist weg. Das ist kacke eigentlich. Das ist gut, so kann ich zwei spielen. Hauptsache, klappt mir nicht meine Jaina. Yogg-Saron ist weg. Mist. So, ich könnte so machen. Und wieder zwei spielen. Okay. Ich glaube fast, das würde ich sogar durchlassen. Deswegen habe ich gerade diese Karte bekommen. Ach, durch den Effekt habe ich eine Kopie bekommen. Und was wurde verbrannt? Habe ich nicht gesehen. Scheiße, ist jetzt mein Dings noch da? Die ist aber auch so teuer. Jaina könnte ich schon spielen. Jetzt umso mehr. Wenn ich Jaina spiele, wie teuer ist ihr Dings? 2. Kann ich also nicht spielen, weil sonst hätte ich mir noch eine Kreatur holen können. Okay, die sind 4 und mit Blizzard, den ich schon nicht mehr spielen kann. Okay, hat sich eigentlich erledigt. Aber ich muss noch einen Diener spielen, weil sonst... Oder ich spiele Jaina. Ich muss auf jeden Fall eine Karte verwerten. Aber nee, Jaina ist jetzt doof. Ich brauche noch den Effekt, um was günstiger zu machen. Mist, das zählt danach. Aber egal, so ist ein Feld voll. Das ist auch ziemlich gut. Brauche ich nicht. Scheiße! Mein Dings ist weg. Das ist ziemlich doof. Damit ist nämlich meine Combo alle seine Karten auf dem Feld vernichten und immer noch Karten selber haben, weg. Ich entschuldige mich nicht für Kunst. Schade aber auch. Wisst ihr eigentlich, wie viel Leinwände kosten?
Meine Hand ist zu voll, das brennt! Bei eurem Helden. Jaina wird immer günstiger. Damit könnte ich mir aber auch schon einen holen. Ich bräuchte nur irgendwas, um mich zu schützen. Frostnova habe ich nicht. Fetzdruck, wenn der Gegner ein Dings macht. Zauberhaft. Was? Ich meinte, das wäre eigentlich ziemlich nice. Dann könnte ich nächste Runde vielleicht ihn kriegen. Diesmal habe ich mich selbst übertroffen. Oh, du hast deine Heldenfähigkeit, kriegst jetzt aber fetten Diener. Aber. Niemand darf überleben. Ich muss auf jeden Fall was machen. Gut, damit kriege ich nochmal zweimal die Handkarten. Damit kann ich auf jeden Fall nochmal Spaß haben, wenn ich keine Karten mehr ziehen kann. So, 7 Mana. Eigentlich würde ich gerne einen Blizzard spielen. Wenn ich nur den töte, nützt mir das nicht viel. Er kann mir sonst mindestens 8 Schaden machen. Ich könnte aber auch das und den. Oder sowas. Aber er benutzt eigentlich eher seine Fähigkeit. Niemand ist egal. Darf überleben. Wir müssen ein bisschen defensiver spielen. Das schlau war. Achso, er hat noch einen Slot. Meine Hand ist zu voll, das brennt. Schade, dass man nicht sieht, was immer verbrannt wird. Nur in dieser Sekunde, aber so, das merkt man sich ja nicht. Oh, warum kriegt's immer Jaina? Die will ich noch nicht benutzen. Und der lohnt eigentlich gar nicht. Weil ich keinen Zauber habe, den man mehrmals zaubern könnte. Also Frostnova. Gut, sowas wie Blizzard würde sich lohnen. Aber all die Geheimnisse kann man eh nicht doppelt spielen. Ich habe zu tun. Ist hier irgendwer ein Wildtier? Nicht wirklich. So, wenn ich jetzt aber so mache. Oder hebe ich mir das auf? Aber ich kriege sonst viel zu viel Damage. Wenn ich so mache, kriege ich 8, 16, 24. Nee, das ist zu böse. So, dann zerstöre ich lieber den in der Hoffnung, ihn zu kriegen. Ja, sehr gut. Den spiele ich jetzt auch und nächste Runde kommen Geheimnisse. Ach ja, ich kriege ja beide. Der Effekt wirkt ja zweimal. Geil, daran habe ich nicht gedacht. Ui, immerhin habe ich den Lichtkind bekommen, aber der Puppenspieler ist schade drum. So, was machen wir? Zack. Der ist eigentlich ziemlich nett. Erst töten und dann selber rufen? Oder erst rufen und dann töten? 3, 6. Bleiben noch 3 über, könnte ich den noch spielen. Was würde ein Bösewicht tun? Ich muss meinen Blizzard spielen, sonst kriege ich ihn nicht tot und meine sind weg. Der kriegt erst am Ende des Zuges. Okay. So, was mache ich? Spiele ich den? Aber ich habe keinen Platz dafür. Dann mache ich doch lieber 2, 4, 6. Mache ich doch lieber so. So, lohnt sich jetzt? Meine Hand ist immer noch sehr teuer. Ich glaube, Jaina lohnt noch nicht. Was war das jetzt, bitteschön? Das ging halt ein bisschen schnell. Ja, der Diener zieht, ruft dir eine Kopie mit Eifer bei. Ach so, der muss also weg. Jetzt hat er einen starken Typen noch bekommen. Seine Hand und deswegen wurde der gespielt. Aber das ist nett, der ist stark. So, was machen wir am besten?
Jaina kann einen Schaden machen. Stellt bei eurem Helden 8 Leben wieder her. Und das ist sehr nice, weil ich 2x Leben dadurch kriege. So, so. Ja, ich glaube, ich mach so. Nehmt das Bestie! Oh, das Zeug hat Mist, der hat Spott. Aber egal. Ich mache einfach so. Und so. Ach scheiße, die ersten Dings gingen ja nicht durch. Kacke, ich wollte den eigentlich noch töten können. Egal, trotzdem war es trotzdem gut. Und das freest einen aber leider nicht. Dann spiele ich doch lieber ihn hier. Ich hätte vielleicht doch Jaina spielen können sollen, weil dann hätte ich ihn auch selber töten. Ach na gut, dann wäre der andere nicht gestorben. Dö, aber spiele ich sie jetzt noch? So könnte ich noch was günstiger machen und ich kriege ja noch 2x die Hand voll. Nee, die hebe ich mir noch auf. Gerade durch ihn kriege ich ja auch gerade die Hand noch voll. Feinden, okay, das ist nice. Aus seinem Deck auf das Schlachtfeld. Ich habe nichts in meinem Deck. Okay. Das ist ein Wildtier. Mist, da hätte das jetzt getriggert. Alle Feinde. Damit könnte ich also ein bisschen Damage machen. Aber ich könnte den auch mit dem töten und den mit dem. Und der eine Irrwisch ist mir eigentlich auch egal. Da hebe ich mir das dann noch lieber auf. Ach ja, den kriegt er ja immer wieder. So, ich habe 7 Karten auf der Hand, also es lohnt noch nicht, den Dings zu spielen. Der lohnt eigentlich auch nicht zu spielen, aber es lohnt auch nichts anderes zu spielen. Endlich frei von diesem verdammten Turm! So könnte ich nächste Runde den Dings machen. Mhm. Für 10 Mana. Na toll. So, den kriege ich so schnell nicht tot. Ist mir aber auch eigentlich ein bisschen egal. Weil er jetzt noch schön stark wird. Und ich nächste Woche Runde es vielleicht hinkriege, ihn mit Jaina zu töten. Mal sehen. Ich kann hier mit 1 bzw. 4 Schaden ja rumspielen. Seht. 6. Damit mache ich 4. Das sieht doch nett aus. Steht einem Diener aus dem Deck eures Gegners und erhaltet ihn auf die Hand. Okay, damit könnte ich halt seine... Sein Wildtier, seinen neuen 7 Wildtier kriegen. Blutet in das Deck jedes Spielers. Das ist doch nice, weil mein Deck ist leer. So, damit müsste ich doch am Ende des Zuges 2 Karten spielen. Ha, genau den wollte ich haben, Malorn. Und damit kriege ich ihn 2-mal ins Deck. Sehr nice. So, wenn ich jetzt den angreife, hat er 4. Dann spiele ich das. Hat er 1. Und wenn ich dann Jaina spiele und die Heldenfähigkeit, dann kriege ich einen weiteren Diener. Und ich glaube, genauso werde ich es jetzt machen. Andererseits, wenn ich das spiele und einfach abwarte, sind seine beiden einfach tot. Ach, hab gar nicht gesehen, der hatte nur noch 8. Sehr gut. Aber trotzdem, mit dem Kartenverbrenner am Anfang ist eigentlich ziemlich blöd. Alle Feinde verteilt wird. Entdeckt einen legendären Diener, ruft 5 Kopien davon dabei. Ist nice, aber wenn die verbrannt wird, ist auch kacke. Zieht diese Karte. Sport erhält in jedem Zug auf der Hand 1-1. Gut, dann ist er nach 10 Zügen 10-10. Ist jetzt nett, aber...
nichts, was super geil ist. Das ist eher geil und 20 Schaden, der auf alle Feinde verteilt wird für 4 Mana, ist auch ziemlich böse. Aber damit könnte ich ihn fett überrennen. Aber warte mal, 5 Kopien, das geht schon mal gar nicht, weil wir haben schon mal 3 Slots, die belegt sind auf dem Feld. Okay, so, aber egal. Wir machen hier erstmal eine Pause fürs Finale. Bis dahin.